in einer Situation, wo die Sahaba radiallahu anhum waren. Sie waren in einem Krieg und sie haben sehr, sehr Angst gehabt, subhanallah. Und sie hatten sehr, sehr Schmerzen gehabt und sie waren hungrig und durstig, subhanallah. In dieser Situation, wir geben schon auf, subhanallah. Wir verschieben das Gebet auf den nächsten Tag, subhanallah. In dieser Situation, wo die waren im Krieg, Angst, Hunger und Durst, hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, guck mal jetzt die Gewaltigkeit dieses Verses. Inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Wahrlich, das Gebet ist für die Gläubigen eine festgeschriebene Zeit. Allahu Akbar. Wir sind nicht im Krieg. Wir haben keine Angst um unser Leben. Wir haben Essen und zu trinken und trotzdem vernachlässigen wir das Gebet. Allah hat den Sahaba nicht einmal erlaubt, in dieser Situation, in der sie sind, einer Notsituation, erlaubt das Gebet zu vernachlässigen. In dieser Situation, was sind deine Sorgen? Allah sagt, vergiss das Gebet nicht. Vergiss das Gebet nicht. Inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Wahrlich, das Gebet ist für die Gläubigen eine festgeschriebene Zeit. Das heißt, du hast keine Entschuldigung dafür. Egal wo du bist, du hast keine Entschuldigung. Wenn du nicht im Stehen beten kannst, betest du im Sitzen. Kannst du nicht im Sitzen beten, betest du liegen. Aber das Gebet darfst du nicht verpassen. Das Gebet darfst du niemals verlassen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter in dem Vers, und wenn ihr Sorgen habt, Schmerzen habt, und ihr seid gerade im Krieg, wenn ihr Sorgen habt, Hunger, Angst und so weiter, genauso wie ihr Sorgen habt, haben die anderen auch Sorgen. Eure Freunde haben dieselben Sorgen wie ihr. Die haben genau dieselben Probleme wie wir. Aber ihr Muslime, tarjuna min Allahi ma la yarjun. Aber ihr gläubigen Muslime, hofft von Allah, wollt von Allah etwas, was sie nicht wollen. Was wollen wir Muslime? Das Paradies. Wir wollen das Paradies. Deswegen müsst du trotzdem dein Gebet verrichten. Egal in welcher Situation du bist.